Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines schickes Toy aus Patch 10.1.7. Und das bekommen wir einmal auf Argus. Und wie wir dazu hinkommen, werde ich euch gleich mal zeigen. Das Toy heißt einmal Pfad der Nahrung. Und ja, was macht das? Bringt euch zurück an euren Heimatort, weil Drachen ist in dem Fall, okay, ist ein Ruhestein. Sprecht mit dem Gastwirt an einem anderen Ort, um euch dorthin zu bringen. Okay, also das ist einfach ein Ruhestein, den wir jetzt wieder in der Toybox haben und mal gucken, wie das Ding gleich aussieht. Bevor wir uns das jetzt aber anschauen, wie kriegen wir das? Das Teil gibt es von einem Händler und zwar hier der Typ, der hinter mir steht. Gal ist das und der verkauft diesen Ruhestein. Achso, das wird nicht mehr angezeigt, wenn man das Ding quasi schon gekauft hat. Warte, wenn ich es jetzt wieder verkaufe, wird es dann wieder angezeigt? Ah, dann wird es wieder angezeigt. Ah, ich will euch nämlich die Preise zeigen. Also, die Preise oder der Preis von dem Ding sind 900 verschleiertes Agonit, dann 90 Imperium und 90 lichtgewirktes Tuch. Also lichtgewirktes Tuch ist einfach auf Argus der Stoff, könnt ihr euch im Haar kaufen. Imperium ist einfach das normale Erz auf Argus, könnt ihr euch auch mal Haar kaufen. Und hier verschleiertes Agonit, das müssen wir uns erfahren. Gut, wo ist jetzt dieser NPC? Wir sind einmal... gehen wir hier die verheerte Insel, dann die Zusatzzone Argus und hier sind wir auf Krokun und da im Hauptlager im ersten auf den Koordinaten 56, 68. Hier müsst ihr den Händler aber erstmal freischalten und wie macht ihr das? Und zwar ist das die Questreihe, wenn ihr die Draenei freischaltet, also nicht die normalen, sondern die Menari Draenei, das sind die mit der roten Haut. Und das ist eine kurze Questreihe, 10 Minuten, Viertelstunde dauert die. Die startet einmal als Allianzler, wenn ihr einen Max-Level-Star habt, etwa hier in der Burg Sturmwind, also davor auf den Koordinaten 77, 36 in SW. Und als Hordler auf den Koordinaten in Ogrimmar, etwa hier 71, 43. Genau, das sind ein paar Story-Dialoge, da müsst ihr euch quasi auch hierher begeben, werdet euch ein Item dann auf die Vindica geportet, dann hier runter und dann müsste da hinten, oder wo ist es, irgendwo hier war es, glaube ich, ein paar Mobs umhauen. Ne, da unten müsst ihr ein paar Mobs umhauen und einen Boss töten und so, also ziemlich basic stuff, 10 bis 15 Minuten maximal. Und wenn ihr das gemacht habt, gibt es ein Achievement, das hier rot sehen. Und wenn ihr das Achievement habt, dann könnt ihr zurück in das Lager laufen, der Typ hat eine Quest, die nehmt ihr an und gibt sie gleich wieder ab und dann verkauft ihr euch Zeug. Die hat einen Haufen Waffen dabei, mehr als jetzt hier angezeigt werden, aber anscheinend, wenn man die gelernt hat, dann wird ein Teil nicht mehr angezeigt. Gut, ähnlich wie bei dem Toy. Also, das kaufen wir uns jetzt, lernen das Ding einmal und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal an, wie der Effekt aussieht, ob das eine coole Ruhestein-Animation ist. Also, okay, ich sehe so gut wie gar nichts. Ich weiß, an was das liegt. Da ich mit sehr vielen WoW-Accounts immer spiele, habe ich die Problematik, dass ich meine Grafik-Settings sehr weit runterstelle. Einfach, dass es nicht leckt, wenn ich mit 4 WoWs unterwegs bin. So, jetzt machen wir das nochmal. Ich hoffe, das sieht cooler aus, wenn wir die Grafik-Settings höher haben. Okay. Okay, wir lösen uns halt im Licht auf, aber... Ich dachte jetzt, es liegt an den Grafik-Settings. Ich sag's euch, wie es ist. Das Ding ist ziemlich underwhelming. Es ist halt so ein Lichtstrahl und dann lösen wir uns langsam auf. Habe ich schon coolere Sachen gesehen. Ich sag's euch, wie es ist. Naja, es ist ein Toy mehr. Gut, damit sind wir durch mit einem kleinen Toy-Guide. Viel Spaß beim Nachfarmen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Toy-Guide wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.